Der DAX-Check am Mittwoch. Hallo und ganz herzlich willkommen, liebe Zuschauer. An meiner Seite heute wieder Maximilian Völkel. Schön, dass du da bist. Moin, Mario. Wir haben jetzt 2 Tage lang oder eigentlich schon länger auf die Rede von Donald Trump gewartet. Gestern Nacht war es quasi soweit. Und anscheinend, auch wenn er nicht so viel gesagt hat, der Markt reagiert positiv. Ja, also wie du schon sagst, also es gab eigentlich relativ wenig Details von Trump. Aber man sieht ja hier, der Markt nach der Seitwärtsbewegung bricht aus. Die Anleger freuen sich da über die versöhnlichen Töne gegenüber den Demokraten, gegenüber der NATO, und die Hoffnung auf eine Zinserhöhung lebt weiter. Ja, Sie schauen uns gleich mal den längerfristigen Chart an, 6-Monats-Chart. Wir haben ja diese immer wieder viel diskutierte Range gesehen, die wir jetzt einige Wochen lang gesehen haben. Auf der sind wir auch ausgebrochen. Zuletzt aber die Gefahr, dass wir wieder zurückkommen in die Range. Aber die Gefahr scheint jetzt zumindest mit dem heutigen Tag gebannt. Genau, vorerst die 11.890 wurden heute früh bereits relativ problemlos genommen. Inzwischen rücken die 12.000-Punkte-Marke rückt wieder in den Fokus. Wenn wir darüber kommen, sollte der Weg nach oben in Richtung Allzeithoch möglich sein. Die Impulse von Donald Trump, selbst wenn er nichts sagt, reicht es anscheinend aus, dass die Märkte weiter steigen. Von daher 12.100, 12.390 könnten die nächsten Marken sein, die jetzt in den Fokus rücken, wenn der Schwung mitgenommen werden kann. Da sind wir gespannt, ob der Schwung bestehen bleibt. Du hast jetzt die letzten 2 Tage kein Produkt dabei gehabt, hast gesagt, wir warten die Rede ab. Jetzt liegt die Rede hinter uns. Gibt es ein neues Produkt? Genau, also es gibt ein neues Produkt. Wir sind jetzt wieder long. Nachdem befürchtet wurde, wenn Donald Trump zu wenig sagt, könnten die Märkte einbrechen. Das ist nicht der Fall. Details zu seinen Steuersenkungsplänen müssen wir zwar abwarten, aber anscheinend reagiert der Markt positiv. Wir schließen uns dem an und setzen auf den Ausbruch über 12.000 Punkte. Genau, die Details des Produkts haben Sie jetzt gerade eingeblendet gesehen. Das war es dann auch schon wieder für heute. Danke dir. Danke. Und danke auch Ihnen. Morgen sehen wir uns wieder. Bis dahin.